Heute sind wir im schönen Hannover und laden Mirko Slomka ein. Hallo, Herr Slomka, hereinspaziert. Hallo, Herr Hellmann, das ist ja super Taxi. Ja, bin total begeistert. Top Service, geht es? Service. Mit den langen Beinen. Ja, guten Tag erstmal. Schönen guten Tag, hallo. Schön, dass Sie Zeit haben. Sehr gerne. Wo soll es hingehen? Am besten zur Markthalle, da können wir einen schönen Kaffee trinken. Das machen wir. Sie sagen mir, wo es lang geht. Ja. Sehr gut. Wissen Sie eigentlich, dass Sie der beste Trainer in der Bundesliga sind? Nee, das glaube ich auch nicht. Es gibt doch viel bessere. Statistisch. Schauen wir mal, ob jemand Henk ist. 51% Siegquote. Ja, das ist keiner ist besser. Ja, aber ich habe noch nicht so viele Bundesligaspiele. Doch, trotzdem. Insofern, von den aktuellen 18 Trainern? Ja? Jetzt müssen wir rechts, aber wir dürfen auch nur rechts. Okay, so machen wir es. Irgendeiner hat ja mal geschrieben, ich glaube sogar der Kicker war es, der nette Herr Slomka. Oder? Stimmt doch, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, ist es so klischeehaft, ne? Oder? Ja, aber da gibt es den netten Herrn Slomka, da gibt es den... Den Bösen gibt es auch? Den Bösen gibt es manchmal auch, den Kritischen gibt es natürlich auch. Und den Unausstehlichen gibt es womöglich auch. Also... Welcher ist Ihnen am sympathischsten? Ich bin schon gerne eher zugänglich und freundlich, klappt aber nicht immer. Stressabbau ist im Moment ein Riesenthema. Sind wir genau an der richtigen Stelle. Ich laufe ganz oft um diesen wunderschönen See in Masche, 6,3 Kilometer, eine Runde, also so halbe Stunde, gute halbe Stunde, je nach Stimmungslage und nach Wetterlage. Das ist sicherlich auch eine Variante des Stressabbaus. Haben Sie mal mit Ralf Rangnick gesprochen? Ja, ich habe mit ihm telefoniert. Es war für mich eine, ja, irgendwie komische Situation, weil ich ihn natürlich auch in der langjährigen Zusammenarbeit sehr persönlich kennengelernt habe und deswegen hatte ich das Bedürfnis, auch ihn anzurufen und es war für mich ein sehr gutes Gespräch, was mich irgendwie beruhigt hat, weil ich gesehen habe, dass er nach wie vor weiterhin auch, glaube ich, ein toller Trainer sein wird in der Bundesliga oder vielleicht auch bei der Nationalmannschaft irgendwo. Ich glaube, dass er einfach jetzt ein bisschen Pause braucht und bin ganz sicher, dass er zurückkehrt. Dann drücken wir ihm mal die Daumen, dem Ralf. Ja, unbedingt, unbedingt. Wir haben mal geschaut, unheimlich viele Spieler haben bei Ihnen debütiert in der Fußball-Bundesliga. Also natürlich Neuer und Özil und Hövedes, aber auch ganz viele Spieler jetzt in der aktuellen Mannschaft. Woran liegt das, dass so viele die Chance bekommen bei Ihnen? 25 waren insgesamt. 25, wirklich? Ja. Boah, das ist viel. Habe jetzt nicht so nachgerechnet, aber es waren natürlich ein paar besondere Fälle dabei. Aber auch jetzt ist es so, dass wir so Manuel Schmiedebach beispielsweise, das sind ja alles so Typen, weiß gar nicht, ob der dazugehört, aber auf alle Fälle kam er ja aus unserer U23. Das sind alles so Spieler, die auch verbissen sind, die sich an die heutige Spielweise sehr gut anpassen können. Schnelligkeit, viele Sprints, viele schnelle Läufe, ausdauernd. Und diese Typen brauchen wir einfach auf dem Platz. Herr Kind hat große Ziele. Habe ich gelesen. Ja. Hab ich gelesen. Bald sollen die ganz großen Spiele stattfinden in der AWD-Arena. Jetzt haben wir zu Hause Dortmund geschlagen und Werder Bremen schlagen können. Das sind ja auch zwei große Mannschaften. Und wir haben es ja in guter Erinnerung noch, dass wir auch gegen Bayern München gewonnen haben. Aber jetzt geht es ja gegen die alte liebe Schalke 04. Also das wird nicht leicht. Wir müssen uns nicht kleiner reden, als wir möglicherweise sind. Wir haben alle Chancen zu Hause, sind vor allen Dingen besonders heimstark. Ja, aber gegen S04, wollen Sie die Bilanz wissen? Zwei Spiele zu Hause, ein Sieg. Ja, immerhin. Zweiter dazukommen. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir steigen jetzt aus. Danke.